Und das erste Führungsinstrument, das wir hier betrachten, ist die Personalbeurteilung, Schrägstrich Gesprächsführung, denn beides zusammen bildet eine Einheit. Personalbeurteilung sollte nicht so ablaufen, dass wir sagen, pass mal auf, hier ist dein Beurteilungsbogen, ja, lies das hier mal durch oder auch nicht, mir auch egal. Ja? Sondern es ist verbunden mit einem Gespräch, mit einem Mitarbeitergespräch, das gehört zusammen und bildet eine Einheit. Was ist oder sind die Aufgaben der Personalbeurteilung? Die wichtigste Aufgabe ist Feedback. Feedback. Der Mitarbeiter bekommt sozusagen offiziell ein Feedback, wie er wahrgenommen wird bei den anderen. Die Psychologen nennen das Selbstbild und Fremdbild. Ja, Menschen haben ein Bild von sich selber. Und Menschen werden von anderen wahrgenommen, das heißt, andere kreieren ein Bild. Das ist das Fremdbild. Und wie weit das Selbstbild mit dem Fremdbild übereinstimmt, das sieht man dann zu einem recht offiziellen Anlass, nämlich der Personalbeurteilung, wo die verschiedensten Facetten von Leistung und Umgang mit anderen Menschen, also Arbeitsleistung und Sozialverhalten, bewertet werden. Das ist die Personalbeurteilung. Und das ist das Wichtigste, die wichtigste Aufgabe, Feedback. Menschen sind Feedback-Menschen. Menschen brauchen Feedback. Ja, also vielleicht können Sie sich noch erinnern, als diese Rechner so in der ersten Generation kamen, da hat man irgendwo drauf gedrückt und man sah nichts. Und dann werden Menschen nervös, wenn sie etwas tun und es kommt keine Reaktion. Und diese Balken da, die man heute so sieht, ja, man drückt irgendwo und dann läuft so ein Balken, das ist ja nicht das, was wirklich die Applikation macht. Also es ging auch ohne den Balken. Das ist nur eine Visualisierung von Feedback. Da bewegt sich was. Wenn man das alles wegließe, dann würden die Menschen damit kaum umgehen können. Und sie würden ständig irgendwo anrufen und sagen, ich habe da gedrückt und da passiert nichts. Auf der anderen Seite der Techniker, jetzt warten Sie doch mal 3 Minuten. Sie sehen das bloß im Moment nicht. Ja, und das hat man im Laufe der Zeit lernen müssen, dass Menschen Feedback brauchen. Und es gibt sehr, sehr dramatische psychologische Experimente, die zeigen, das Schlimmste, was man einem Menschen tun kann, ist nicht etwa ein negatives Feedback, sondern gar kein Feedback. Gar kein Feedback ist das Schlimmste, was man einem Menschen, jetzt mal abgesehen vielleicht von antun kann, man gibt ihm kein Feedback. Ja? Sie können das gerne mal ausprobieren auf Ihre Verantwortung. Ja? Sie kommen nachher nach Hause, da ist vielleicht jemand, der sagt, na Schatz, wie war dein Tag? Und Sie schauen durch den hindurch, durch diesen Menschen. Sie ignorieren dich. Ja? Dann haben Sie sehr schnell Stimmung in der Bude. Das kann ich Ihnen versprechen. Ja? Sie geben einem Menschen kein Feedback, dann schüttet der Stresshormone aus und zwar nicht zu knapp. Also Feedback ist hier das Entscheidende. Jetzt kann man noch andere Aufgaben da hinten dran stricken. Natürlich dient sowas auch im weitesten Sinne der Gehaltseinstufung. Ja, das kann man also mit als ein Mosaikstein in diesem Bild verwenden, ja, wie man den vielleicht dann höher einstuft. Es ist eine Grundlage für Weiterbildung. Ja, Teil solcher Personalbeurteilungsgespräche ist dann oft auch, welche Weiterbildung halten Sie für sich für sinnvoll? Was können wir tun, um Sie zu fördern? Also auch eine Grundlage für Weiterbildung. Was ich damit sagen will, ist, man kann eine ganze Menge da noch hinten dran stricken. Man kann eine Personalbeurteilung vielfältig verwenden, aber das Zentrale ist Feedback. Menschen wollen wissen, woran sie sind. Besonders bei den Menschen, die für ihr kleines Universum, wir leben ja alle in kleinen Universen, die Menschen, die für uns wichtig sind, unser Vorgesetzter, unser Lebenspartner, unsere Kinder, unsere Freunde, unsere Bekannten, unsere Kollegen, da wollen wir einfach wissen, wo wir stehen, wo wir dran sind. Besonders natürlich bei Vorgesetzten. Ja, wir wollen wissen,
wo wir dran sind. Und das ist eine Möglichkeit. Hallo, Marius Ebert hier. Meine Videocoachings ersetzen komplett Präsenzseminare und Fernlehrgänge. Wenn Sie einen IHK-Abschluss machen möchten, brauchen Sie kein Präsenzseminar und Sie brauchen schon gar keinen Fernlehrgang. Meine Videocoachings mit dem gesamten kompletten Begleitmaterial, dem Hörbuch und der persönlichen Betreuung ersetzen das Präsenzseminar und ersetzen den Fernlehrgang. Wenn Sie mehr wissen wollen, klicken Sie einfach auf den Link unter diesem Video. Alles Gute, Marius Ebert.